Hey ho, meine Lieben, wie im Sonntags-Livestream, also heute, gesagt, mache ich mir noch einen kleinen Hawaii-Toast, aber einen Hawaii-Toast mal anders. Ja, was die Zutaten betrifft, ich nehme das, was ich hier zur Verfügung habe. Und dazu gehen wir rüber in die kleine, aber feine Küche. Attacke! Ja, und hier hätten wir schon alle Zutaten, was ich benötige. Einmal an Ketchup, dann ein bisschen Butter, Toastbrot, Ananas, ein bisschen Curry. Als Käse nehme ich einen Cheddar-Käse und statt einen Schinken nehme ich hier so einen Krustenbraten. Den habe ich nochmal für meine Brotzeit, aber basteln wir daraus mal ja, ein Hawaii-Toast. Hawaii-Toast mal anders. Gut. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Butter schon weich genug ist. Weil ansonsten müsste man noch einen kleinen Augenblick warten. Ja, ich schab mal hier mal ein bisschen Butter runter, leg die hier drauf und dann warte ich noch einen kleinen Augenblick, dass ich die Butter nachher besser verstreichen kann. Da warten wir jetzt einen Augenblick. Die Seite mit der Butter ist übrigens nachher die Unterseite. Ja, warten wir kurz noch einen Augenblick, bis die Butter noch etwas weicher geworden ist. Und dann geht es schon gleich weiter. In der Zwischenzeit heize ich schon mal den Opti-Grill vor. So, so halbwegs zum Verstreichen ist es gegangen. Wie gesagt, das ist die Unterseite. Also einmal umdrehen. Dann Ketchup aufschütteln. Weil bei dem Defilei habe ich festgestellt, wenn man den nicht aufschüttelt, dann sorgt er so raus erst einmal. So. Tue ich mir hier unten drunter erst einmal schön Ketchup. Also wie gesagt, das ist jetzt, wie gesagt, sage ich das öfters. Mag sein. Das ist jetzt meine Version vom Hawaii Toast. Oder eine meiner Versionen. So. Dann habe ich auch ganz gern schon ein bisschen Curry hier unten mit drauf. Könnt ihr auch jetzt zwei Scheiben oder zweieinhalb Scheiben. Ja, drei habe ich noch übrig, das reicht für meine Brotzeit. Dann lassen wir es soweit gut sein. So. Hier oben drauf jeweils eine Scheibe Ananas. Die Ananas ebenfalls ein bisschen Curry. Curry kann man machen, muss man nicht. Das ist reine Geschmackssache. Aber was definitiv sein muss, mindestens zwei Scheiben Käse. Mindestens.
Tja, und dann können wir das Ganze schon im Opti-Grill packen. Den habe ich jetzt mit der Backschale Vollgas auf 270 Grad vorgeheizt. Und allzu lang sollte das nicht dauern. Wie lange? Keine Ahnung. Ich versuche mal auf die Uhr zu schauen, um euch nachher zu berichten. So, nach zweieinhalb Minuten. Ja. So langsam wird's schon. Ja. Vielleicht 3, maximal 4 Minuten, schätze ich jetzt, dass wir brauchen. So, was haben wir? Ja, 4, 4,5 Minuten. Ne? Ausschalten, dann kann ich nämlich gleich ausstecken. Tja, so gefällt mir das. Könnt noch ein bisschen länger drin lassen. Wir schauen uns die Toast gleich von unten auch an. Moment. Ja. Sehen gut aus. Seht ihr das? Wunderbar. So ein Kirscherl da oben. Nein, das wäre es jetzt noch gewesen. Aber ich habe bloß so Pappsüße und nee, das passt glaube ich dann doch wieder nicht. Und herrlich, 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 herrlich. Und ab in Hals, yummy. Ja, ein leckerer kleiner Toast dabei, mal ein klein bisschen anders. Wo steht geschrieben, dass man da bloß Schinken nehmen darf. Mhm. Ja, mir hat Spaß gemacht, jetzt zu so später Stunde noch ein klitzekleines Video zu drehen. Ich hoffe, euch hat das Zugucken Spaß gemacht. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns. Ich gehe essen. Tschaikowski. Däumchen nach oben und Abo würde mich natürlich freuen. Ciao. Tschaikowski.